So, wir werden heute mal versuchen, ein S-Tool. Was wird da gerade angezeigt? Ein komisches Symbol. Was will der von mir? Der Wissenschaftler. Okay. Okay, machen wir irgendwann mal. Ich weiß nicht, was da wieder für eine Mischen oder Nebenmischen hintersteckt. So, wir werden heute mal versuchen, ein S-Tool zu finden, und zwar über einen Planeten. Über einen Planeten, genau, über eine Portaladresse. Ein S-Tool, ein Special Edition S-Tool. Und dafür beamen wir uns einfach mal zu meinem Portal. Das heißt, zu dem Portal, wo ich meine Basis eröffnet habe. Oder eine Basis eröffnet habe, damit ich sie wiederfinde und auch mich jederzeit hinbeamen kann. So sind wir. Da sind wir. So. Da sind wir am Portal. So. So, jetzt muss ich mal einmal mein Handy. Weil diese Symbole, wäre ja schön, wenn man sich die merken könnte, aber dazu braucht man, glaube ich, ein eidetisches Gedächtnis. Oder ein fotografisches. Oder wie auch immer. So, da haben wir die Adresse. Muss ich ein bisschen immer hin und her gucken. So, wo ist meine rechte Hand? Wo liegt meine rechte Hand? Ich habe sie gerade hingelegt, meine rechte Hand. So, wir brauchen dann einen Vogel. Wir brauchen dieses Wassersymbol da. Schiff, Dreiecke. Ich nenne das hier. Das sieht doch aus wie ein Schiff, oder? Dreiecke. Nochmal Dreiecke, den Wirbel, zweimal den Ballon, nochmal das Schiff, das Tipi und den Dino. Wo ist denn der Dino? Wo ist denn der Dino? Ach, da ist der Dino. Aha, hat er nicht mitbekommen. Hat das Doppelte nicht mitbekommen. Aha, da muss man anscheinend sich ein bisschen Zeit lassen. Schade. Ich habe das eben beim Drücken schon fast geahnt. Ich konnte aber nicht nach vorne gucken, so schnell, um zu sehen, ob er es angenommen hat oder nicht. Nochmal. Vogel, Wasser, Schiff. Vogel, Wasser, Schiff. Dreieck, Dreieck. Ventilator nehmen wir das. Nein. Dreieck. Dreieck. Ach, da oben schreibt das hin. Jetzt sehe ich das zum ersten Mal. Da oben schreibt das hin. Ich bin doof. Dreieck, Dreieck, Strudel oder Ventilenti. So. Für Leute, die. Oh, jetzt geht mein Handy wieder in den. Manchmal ist es echt nervig, oder? Ja. So.
Dreieckstufe. Dann zweimal den hier. Ballon, Ballon. Shift-Tippi. Ach, ich bin doof. Shift-Tippi. Ich habe meinen Fehler gerade gefunden. Es lag nicht am schnellen Tippen, es lag daran, dass da noch ein Symbol fehlt. Ich hatte meine Anzeige im Handy verschoben und dann nochmal dieses komische Wassersymbol. Jenes, welches. So, jetzt sind wir da. Richtig. So, jetzt hole ich mir meine zweite Hand wieder. Ja, danke. Und tschüss. So, da sind wir. Oh, hier ist aber übel. So, jetzt muss man angeblich eins machen. Warum? Habe ich immer nicht so wirklich verstanden. Einmal reinsetzen, einmal wieder raus. Dann hat man den Spielstand geladen, ja, einen Widerstandspunkt gesetzt. Und dann muss man unter Optionen automatische Speicherung laden. Oder so. So, und während wir das machen, gucke ich nochmal im Handy. Da war nämlich eine zweite Info, falls das jetzt gleich nicht funktioniert mit dem Suchen. Ja. So. Warum auch immer. Oder musste man den Wiederherstellungspunkt? Ach, ist ja auch egal. Jedenfalls gibt man hier rein. So, und jetzt müssen wir mal suchen, ob wir irgendwo eine Markierung finden. Weil manchmal setzen die Jungs ja Markierungen. Stargate Euclid, nicht dieser Planet. Ne, da wollen wir mal nicht hin. So. Dahin ist eine Markierung. Ne, das ist der. Der Mark. Also, wir gehen mal ein bisschen höher. So, noch sehe ich hier keine Markierung. Vielleicht wird es auch noch geladen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, wir haben hier unten unsere. Da haben wir unsere. Unsere Position. So, und wir müssen auf -27,49 und -114. -27, -114 machen wir erstmal. So, jetzt gucken wir mal. Wir gehen im Augenblick in die falsche Richtung auf alle Fälle. In die entgegengesetzte Richtung. Oh Gott. Das ist auch falsch.
Lounge. Muss mal gucken, wie ich das schneller. Ah, jetzt geht's schneller. Kann doch nicht sein, ich bin da senkrecht hochgefahren. Das ist doch vollkommen für den Arsch. Was er jetzt gemacht hat, ist vollkommen für den Arsch. Ach, jetzt hat er es wieder. Minus 22, okay, der braucht. So, jetzt sind wir gleich auf minus 27. Jetzt muss ich nur noch feststellen, wie ich da bleibe und das andere Minus fahre. Ich vermute mal, ich muss jetzt nach Osten oder nach Westen. So, minus 27. Jetzt fliege ich mal komplett nach... ach so, das sieht man gar nicht. So, ich müsste mich... So ist, glaube ich, dann... Ja. Das ist falsch. Aha. Also muss ich... in die Richtung hier. Da sein. So, und damit es nicht zu schlimm wird, machen wir jetzt mal wieder den Umweg. Und das ist jetzt alles Blödsinn, da werden jetzt keine gescheiten Koordinaten angezeigt. Aber sobald wir in die Atmosphäre eintreten, hoffe ich, dass ich noch auf minus 27 ungefähr bin. Ja, nicht ganz.
Ja, ich werde da später mal irgendwo mal, glaube ich, mal eine Marke setzen im Video, dass man da nicht so lange warten muss. Ups. Ich wusste ja gar nicht, dass ich hier. Ich wollte gar nicht aus der Atmosphäre raus. Aber gut, machen wir nochmal einen kleinen Atmosphärenhüpfer. Und nochmal einen Kram. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen Power hingeben. Ich habe zu wenig Power. So, und dann nochmal runter. EP. Ja, dabei verreißt man immer wieder die Steuerung, ist klar. Die Steuerung ist halt scheiße. Mit den Sticks wäre das tausendmal besser. Wie so oft schon besprochen und angemäkelt. Aber ist nun mal so. Bei jeder kleinen Einschlag hier minus 22. Falsche Richtung. So. Bisschen mehr noch in die Richtung, nach links. So, wir sind gleich bei minus 27. Gehen wir wieder ein bisschen hier zurück. Aha. Wir stehen gerade auf der linken Koordinate. Bewegen uns jetzt anscheinend also genau aufgrund auf diesem Längengrad oder Breitengrad. Ich kenne mich da nicht so aus. So, und 114 müssen wir hin. Kommunikationsstation. Ach, guck mal an, da hinten ist eine Kommunikationsstation. Ob das Zufall ist? Glaube ich nicht. Wir müssen nämlich auch noch ein bisschen weiter nach links. Wir fliegen genau auf diese Kommunikationsstation zu und das ist kein Zufall. Das ist mal kein Zufall. 27 und 114, das wird genau das Ding sein. Stargate 1 Euklid, nicht dieser Planet, nein. Ich will. Das dürfte sie sein, oder? Ich gehe mal davon aus, dass das die Station ist, wo wir hin müssen. Yep, minus 27,50, minus 114,86. Ich glaube, das ist bis auf 0,01 genau die Position, die ich mir aufgeschrieben hatte. Wir sind hier richtig. So, und jetzt sieht man auch diese ganzen aufgestellten Scheißsignale, die man aber einfach nicht sieht nach oben hin, weil die, keine Ahnung, nicht funktioniert. Ja, das sind sogenannte, wie heißen die Dinger? Kommunikationsstationen. Ja, da platziert von Reisender, bla bla blub. S-Klasse Kabinett, ja, hier steht schon die Info, platziert von Reisender Nostromo.
Danke, Nostromo. Reisender. Du Scheiße. Hier stehen noch zigtausende. Ja, ist ja gut. Ich habe festgestellt, ich glaube, wir sind hier richtig. Schade, dass man diese Signale, vielleicht haben das die Softwarehersteller selber geblockt, dass diese Signale alle nach oben scheinen, weil das würde es natürlich viel erheblich erleichtern, die Dinger zu finden. So, jetzt gehen wir hin und da ist es. Da ist das Experimentelle. S-Klasse, der Vektorblaster, in schön weiß-hellblau. Das Ding hat volle Technik-Slots, kompletto. Sehr schön. Ja, 8 Millionen soll es, glaube ich, im Videostand 8 Millionen. Hier kostet es jetzt plötzlich nur noch 2,4. Na, vielleicht hat der einen anderen Modus. Vielleicht hat der den Survival Mode an, dann ist das wahrscheinlich teurer. Jetzt habe ich wieder dieses Problem. Ich weiß nicht, wie man das fixt und woher das kommt. Da. Habt ihr gesehen? Das Ding ist hier einfach rot. Jetzt ist es weiß. So, ich habe es gekauft. Ist ein Schnäppchen. 4,7 Millionen für so ein Tool. Super genial. Hat sich gelohnt, der Einkauf, der Ausflug. Ja, ihr seht, die anderen haben es alle auch gefunden. Ich weiß aber nicht, wo man diese Dinger hier setzt. Kommunikationsstation. Ich glaube, das Ding habe ich nicht. Das Ding habe ich noch nie gehabt. Ich habe es vielleicht noch im Nexus noch nicht freigeschaltet. Mag sein. Mag aber auch sein, dass man das nur im Multiplayer-Modus setzen kann. Das Baumenü ist hier auch wieder... Ich meine, außerhalb der Station kann man nicht so viel bauen, ist mir schon klar. Aber sowas gibt es hier gar nicht. Ja. Gut, Leute. Kann man sich hier bedanken. Ich glaube, der Nostromo war der, der das hier gepostet hat. Das ist, glaube ich, ist das der hier? Nee, der sagt Danke, Nostromo. Das ist interessant, dass man so eine automatisch abspielbare... Danke, das war Nostromo, oder? War das Nostromo? Ne, das war Reisender. Hast du nicht gesehen? Aber einer von den Dingern war doch Nostromo, oder nicht? Reisender Nostromo. Vom Reisenden Nostromo, das ist der. Vielleicht liegt es auch daran, dass man dieses Nachsicht... Was ist denn? Signal schließen. Wenn ich das Signal nicht schließe, wird es dann angezeigt. Egal. Nein, auch nicht. Gut, so viel dazu. Portaladresse. Vielleicht habt ihr sie mitgeschrieben. Funktioniert nach über 2 oder 3 Jahren immer noch, so wie angegeben. S-Klasse Experimental Tool, volle Technik-Slots, wer es haben will, hier bekommt man es.